Und in dem Moment ist er richtig verwacht. Der Kopf hat ihm immer noch wehgetan. Dann hat er im Schlaf an der Ecke vom Bank angeschlagen. Es war bereits morgen gewesen. Er ist Madeleine gewecken. Der Onkel Tim war schon auf und hat über dem Feuerli im Kemi einen Milchkaffee gemacht. Nach dem Morgen sind sie aufgebrochen. Das Wetter war nicht mehr so schön wie am Tag vorher. Die Berge waren in den Wolken und über dem Gletscher ist der Nebel gehangen. Aber den Gletscher haben sie ja zum Glück bereits hinter sich gehabt. Jetzt ist der alte Bergwerkspfad vor ihnen gelegen. Und da haben sie eine böse Überraschung erlebt. Wo der Maurus als Erster um eine von diesen vielen Felsnasen herumgebogen ist, hat ihm vor Schreck fast den Schnauf verschlagen. Jetzt schaut euch das an! Oh nein! Der ganze Weg ist abgebrochen. Da muss in der Nacht ein Stück vom Berg runtergerutscht sein. Ja, ein Mordskugelstück. Das hat der ganze Weg einfach weggerissen. Das ist jetzt aber gespässig. Was? Ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum ist auch ein Stück vom Berg oben runtergekommen. Wahrscheinlich hast du im Schlaf den Lärm gehört. Mir hat es auch dumm, ich höre etwas poltern. Jesus, Papa, wenn die Felsen jetzt runtergekommen wären und wir gerade drunter gewesen wären. Ich darf nicht daran denken. Auf alle Fälle können wir hier nicht mehr durch. Nein, das ist ausgeschlossen. Was sollen wir denn machen? Es gibt noch eins. Der ganze Weg wieder zurück, bis ins Tal runter. Und dort nehmen wir das Postauto. Das ist jetzt schon ein Mordskugel, blöd. Aber hast recht, Maurus, es gibt nichts anderes. Auch das ist nicht mehr gegangen. Lang bevor sie bei der Berghütte waren, hat es nämlich angefangen zu schneien. Zuerst nur ein bisschen, aber schon bald sind grosse Flocken aus der Wolke gefallen, und zwar so dick, dass man nur noch ein paar Meter weit gesehen hat. Wo sie zum Gletscher angekommen sind, sind bereits etwa 20 cm Neuschnee gelegen. Und der Nebel war so dick, dass der Maurus ganz verzweifelt gemeint hat. Man sieht nichts mehr von meinen Wegweiserli. Ja. Jetzt wäre es viel zu riskant, da überhaupt zu wollen. Aber was machen wir denn? Ja, zuerst mache ich mal ein Feuer in der Hütte. Und dann schaue ich, ob ich etwas zu essen finde. Aber die Mama und der Papa von Maurus, die haben doch sicher Angst, wenn wir nicht kommen. Ja, natürlich haben sie Angst. Ich hätte auch Angst. Aber solange sich der Mordskogennebel nicht verzieht und der Mordskogenschnee nicht wegschmilzt, wenn die Sonne wieder vorkommt, können wir nichts anderes machen als warten. Er hat ein Feuer gemacht. Zinderst hinten auf dem Gestell hat er noch eine Büchse Ravioli gefunden. Die haben sie zum Mittag gegessen, aber alle drei hatten keinen grossen Appetit gehabt. Die Sorgen, die sie sich gemacht haben, waren viel zu gross gewesen. Da auf die Mahlzeit der Maurus. Still! Lass noch mal! Was gehörst? Psst! Das tönt ja fast wie ein Helikopter! Ja? Vielleicht kommt er uns suchen. Wir müssen ihm ein Zeichen geben, dass er uns sieht. Und wie der Blitz ist der Maurus vor die Hütte raus, die Madeleine und der Onkel hinten rein. Gesehen haben sie nichts. Der Nebel hat sich zwar gelichtet, man hat bereits den einen oder den anderen Berggipfel wieder gesehen und auch da und dort ein Stückchen blauer Himmel. Aber es sind immer noch haufenweise Wolken und Nebelschwaden rumgehangen.